Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, am Montag, dem 1. März, beobachteten Passanten auf einem Feld zwischen Grabsleben und Großrettbach einen streunenden Hund. Er zitterte stark und war sehr verängstigt. Die aufmerksamen Menschen brachten den süßen Kerl zur Arche Noah. Dort musste man feststellen, dass das Hündchen in keinem guten Zustand war. Er machte einen sehr ungepflegten Eindruck, auch ist er ausgenommen scheu. Der Rüde hatte kein Halsband, sein Chip ist nirgends registriert. Die Tierpfleger konnten beim Anlegen eines Halsbands und einer Leine erkennen, dass diese Dinge dem Hündchen eher fremd sind. Ob er irgendwo ausgebüxt ist oder einfach ausgesetzt wurde, kann im Tierschutz niemand wissen. Aber seine Angst und Unsicherheit hat wahrscheinlich gute Gründe. Ein Ausreißer, der sich plötzlich nicht mehr zurechtfindet, könnte natürlich auch in Panik geraten. Aber er würde sich bestimmt über Menschen freuen, die ihm helfen. Hat er aber mit Menschen keine guten Erfahrungen, dann kann es sein, dass Hundi kein Vertrauen mehr zu Menschen hat oder noch nie hatte. Für einen Yorkshire Terrier ist er zu groß, obwohl sein Gesicht dieser Rasse schon sehr ähnelt. Bei seiner Zeugung wird wohl auch noch eine andere Hunderasse mit im Spiel gewesen sein. Für den armen, gefundenen Hundi werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die etwas zu den Besitzern sagen können. Bleibt seine Herkunft ungeklärt, sucht das Hündchen liebe Menschen, die ihm Zeit geben, sein Trauma gut zu überwinden, die ihm Sicherheit und ein liebevolles Zuhause geben wollen.